Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt und ich genieße es, dass gerade einmal heute Nachmittag die Sonne hervorkommt und unsere Arbeit jetzt, nämlich Schnittvideos zum Garten zu drehen, zum Beerengarten zu drehen, etwas angenehmer macht. Ich stehe hier vor Two-Timer Himbeeren und das ist auch das Thema heute. Wie schneide ich Two-Timer Himbeeren im Garten? Was sind Two-Timer Himbeeren? Two-Timer Himbeeren sind eine neue Entwicklung von Nubera, eine neu gezüchtete Sorten, zum Beispiel Two-Timer Sugana, die Fähigkeit haben, zweimal an den gleichen Routen Früchte zu tragen. Einmal an den einjährigen Routen im ersten Sommer-Herbst. Hier zum Beispiel sehen Sie, hier hat diese Route schon Früchte getragen und schon ausgiebig Früchte getragen, zweite Hälfte August und September. Und die Two-Timer-Himbeeren haben dann die Fähigkeit, im zweiten Jahr, zum Beispiel eben dieses Jahr, an anderen Routen, die noch wenig Früchte getragen haben und am unteren Teil der Routen, nochmals wundergute Früchte im Juni zu haben. Sie haben also fast dauernd im Sommer Früchte von Two-Timer-Himbeeren. Sie können die Two-Timer-Himbeeren als Herbst-Himbeeren brauchen, eben an den einjährigen Routenfruchten und als Sommer-Himbeeren brauchen. Wie schneide ich nun Two-Timer-Himbeeren? Eigentlich ganz einfach. Ich schneide alles weg, als Grundsatz, was schon einmal Früchte getragen hat. Also dieser Trieb, dieser starke, wahrscheinlich der erste Trieb, der sich entwickelt hat, er hat schon relativ viel Früchte getragen, den entfernen wir ganz. Ja, er hat sich schon erschöpft, er hat seine Energie schon gebraucht. Dann entfernen wir ganz leichte, schwache Triebe. So, entfernen wir auch, die brauchen wir nicht. Schauen wir uns die Triebe noch ein bisschen gut an. Hier haben wir einen etwas stärkeren Trieb, der hier unten einen Riss hat. Hier besteht die Gefahr, dass durch den Riss schon mal Krankheiten reingekommen sind. Wir entfernen also diesen Trieb auch noch. Und jetzt haben wir 2, 4, 5 wunderschöne Triebe, die wir am Pfahl, am Bambus stabilisieren können und die dann im Juni wunderbare große Früchte, so groß wie die besten Sommerhimbeeren und auch in der Qualität gleich gut wie die Sommerhimbeeren, tragen werden. Falls diese Triebe hier oben schon Fruchtmumien haben, schon Früchte getragen haben, schneidet man auch die Spitzen noch weg, weil hier oben wird nichts mehr passieren. Nur in dem Teil, wo sie noch keine Früchte getragen haben, werden dann die Two-Timer-Himbeeren an den zweijährigen Routen nochmals tragen. Two-Timer-Himbeeren können am Gerüst gezogen werden, dann hat man pro Laufmeter etwa 7, 8 Routen, 5, 6 Routen, mehr braucht es nicht. Und sie können am Einzelpfahl oder am Bambus, am Drahtgerüst, wie hier, gezogen werden. Und dann lässt man pro Bambus alle 50 cm 3, 4 Routen stehen, die man daran stabilisiert. Hier werden dann die Fruchttriebe entstehen, die an den zweijährigen Routen die Früchte hervorbringen. Aus der Basis werden gleichzeitig neue Triebe entstehen, die dann in der zweiten Hälfte August und September die Herbsternte an den einjährigen Routen hervorbringen. Das waren ein paar Tipps zu Two-Timer-Himbeeren, Entschuldigung. Ich hoffe, Sie lassen sich durch meine Versprecher nicht vom Gärtner abbringen. Diskutieren Sie mit, wenn Sie nicht einverstanden sind, wenn Sie andere Erfahrungen haben, bringen Sie sie ein. Glauben Sie nicht immer alles, was ich erzähle, und gärtnern Sie weiter.